Aber mal auf diese internationale Geschichte überzugehen, so. Ati, du bist ja auch schon ganz schön rumgekommen, so, ja? Da Ja. gibt es ja diese coole. Erzähl uns mal von dieser coolen Brasilien-Geschichte. Okay, Wollen wir unbedingt bis jetzt, gerade auch aktuell, ja? Aktuelles Thema. Mein Trainingspartner Rani Saade und ich sind nach Rio de Janeiro geflogen, Brasilien. Und voller Hoffnung dachten wir uns, okay, wir trainieren jetzt im Team Nova União mit José Aldo, freuen uns mit denen an und alles gut und hier und da. Und Tag 1, wir sind angekommen und ich laufe mit meinem Kumpel auf der Straße und dann sehe ich José Aldo. Okay? Und der hat irgendwie seine Läufe gemacht oder sowas. Und ich stand halt oben auf so einer Brücke und habe so runtergeguckt. Ich so, oh, José Aldo! José Aldo bleibt stehen, dreht sich um, denkt sich so, was ist denn da los? Weißt du, irgend so ein verrückter Junge zeigt auf ihn, weißt du, Schweine macht die richtig wachsen. Die anderen hat es gar nicht gejuckt, weißt du, dass José Aldo da rumläuft. Also er ist anscheinend einer von vielen so. Ich zeig so auf ihn, er guckt mich so an, so, hä, was ist mit dem was? Egal, geht weiter. Tag 1, egal. Ab ins Gym, haben halt ein bisschen trainiert, mit den Leuten gequatscht und so. Und nach ein paar Tagen, also in der ersten Woche schon, haben die uns zum Pro-Sparring eingeladen, zum Striking-Sparring. Cool, dachten wir uns. Okay, sind hingegangen. Wie mit dem Gedanken, ah, wir werden mit den Best Friends und Trainingspartner hin und da war Schlägerei. War einfach Schlägerei. Haben die einfach, war einfach Keilerei. Weißt du, sind hingegangen, haben uns gegenseitig getötet. Vor allem, ihr müsst euch vorstellen, 20 Quadratmeter, nein, andersrum, 40 Quadratmeter, 20 Kämpfer, weißt du, was ich meine? Und die geben sich richtig einfach nach vorne. Bam, bam, bam. Das ist nicht viel mit Winkel und Distanz und hast du nicht gesehen, weißt du? Einfach rauf und swing. Swing for the fences. Und ja, wir haben uns gut gegeben und das ist auch ein bisschen aus. So, die Brasilianer sind halt sehr leidenschaftlich. Arrogant, ja. Auch sehr leidenschaftlich. Also, die sind sehr. Nehmen die Sachen auch sehr persönlich, sind angepisst, wenn du die Ja, auspunktest das oder so. meine ich Weil auch auch, wenn du ja. cool bleibst, wie Rancho, klatscht es gegen die Wand und. Schimmer auf dein Testo, denkst, aber egal. So. Und wir dachten uns cool. Und das lief so für ein paar Tage, weißt du, ein paar Sessions, hart Sparring wieder, Keilerei, ist das, nach Hause gehumpelt. Also die anderen nicht mehr. Und danach hieß es, ey, die Trainer, die Wettkämpfer, da waren auch UFC-Kämpfer und so Johnny Eduardo, die saß, und die meinen, ey, ihr müsst auf jeden Fall mit zum Pro-MMA-Training kommen. Wir brauchen euch für unsere Vorbereitung, UFC Rio, dies, das, José Aldo ist auch da und so. Ja, geil, okay, korrekt. So, und dann. Der Trainer meint auch, okay, morgen 10 Uhr bin ich da und dann quatschen wir mit dem Head Coach und alles gut. Wir gehen hin. Ran und ich pünktlich. Die Leute ziehen sich Bandagen an, so, sind kurz davor, sich aufzuwärmen. Auf einmal nicht der Head Coach, sondern wie heißt der? Marlon Sandro? Marlon Sandro, genau, so. Einer der Cheftrainer. Meint so, okay, fangen an mit Training und ich und Rani stehen da auf einmal. Der Typ, der uns gestern am Tag davor gesagt hat, ey, ich bin da und wir quatschen alle, ist nicht gekommen. Er ist einfach nicht gekommen. Hat einfach gelabert, okay? Stories gelabert. Dann stehen wir da, so, okay. Und dann der Typ kommt zu uns und sagt, was wollt ihr? Auf Portugiesisch, muss ich mal vorstellen. Ich hole mein feinstes Portugiesisch raus. Hier, Digga, auf der Hölle. Kannst du Portugiesisch? Ja, Digga, ich kann Portugiesisch. Ehrlich? Bisschen so. Dann hab ich Was mit hast ihm du gesagt gequatscht. auf Portugiesisch? Digga, ich meinte nur so, ey, wir sind aus Sag Deutschland. mal, wie du auf Portugiesisch sagst. Noch so muss da alemão, ich habe mir ein bisschen, ja. ich bin jetzt ein bisschen eingerostet, aber da war alles so ein bisschen fließend. So ein bisschen habe ich ihn halt voll gelabert und er meinte so, ey, ich kenne euch nicht, keine. Ich so, okay, dann nicht. So, dann sind wir halt, haben wir unsere Sachen gepackt, sind wieder raus, nach Hause. Im Ernst? Ja, so. Heftiger Typ. Was für ein Scheiß. Uns ist doch scheißegal, aber wo frag du, uns doch nicht, ja, weißt du? Wo ist da ich meine, dieser Martial Arts Codex, klar, Freunde aus Deutschland. Ey, wäre ja schön gewesen, hinzugehen, mit den Best Friends zu sein. Aber wir hatten auch nicht den Hintergedanken, hinzugehen und jetzt zu hoffen, dass wir mit denen. Weißt du, was ich meine? Natürlich nicht. Uns doch scheißegal. Aber trotzdem. Aber dann ruf uns doch nicht. Natürlich, klar. Ruft er uns und dann kommt er nicht und dann müssen wir uns diese Sachen geben. Egal. Nächsten Tag, wir gehen wieder hin. Normales halt. Zum Striking Training und zum Pro Grappling Training waren wir immer da. Weißt du, nur das MMA bringt's nicht. Und dann der Coach. Ja, und habt ihr da trainiert und so? Nein, der Typ hat uns nicht gelassen. Was? Kann doch nicht sein, bla bla bla. Egal, egal, ich rede mit dem. Ich rede mit dem, der Klassiker. Ich meinte, ja, lass mal. Ich rede, ich rede. Ey, Dicker, uns war danach scheißegal. Wir haben uns einfach mit denen geschlagen. Tag für Tag. Hass geschoben. José Aldo ist eh nicht ins Training erschienen, weißt du, der hat mal sein eigenes Ding geschoben. Keiner ist laufen gegangen und die ganze Zeit Schattenbox gemacht. War nie im Job. Wir fragen auch immer so, ey, wo ist denn José Aldo? Ich dachte, der kommt. Trainiert der überhaupt?
Ja, doch, doch trainiert, der war, doch, der war gestern früh da. Wir waren gestern früh da, er war nicht da. Shit. Egal. Und so lief es halt die ganze Zeit, weißt du, so die Hoffnung war so ein bisschen. Und, aber die Trainer und auch die anderen Pro-Kämpfer, die sind uns die ganze Zeit hinterhergelaufen. Die meinen, ey, Bruder, ihr müsst hier links mit uns trainieren, ihr müsst uns bei der Vorbereitung helfen. Ich sag, Digga, du sagst so, aber du machst so. Geht nicht. ja. Und wann, in der letzten Woche habe ich Jose Aldo wieder gesehen. In der letzten Woche. In seinem Burgerladen? Nein, da waren wir auch nochmal. Da komme ich auch noch drauf zurück. Da komme ich auch noch drauf zurück. Ganz kurz, die Story im Burgerladen? Nein, nicht. Jedenfalls, wirklich die letzten Einheiten waren wieder im Sparring und Jose Aldo kommt rein. Und auf einmal ist da so eine Energie.